Meine Güte, sind das schlechte Geräusche. Das Spiel ist von 1990 oder so. Alles ist okay, es kann kein Problem geben. Ja, kann er machen, was er will. Er könnte natürlich vorher einen Vollkotzer schicken. Methan wird Dings, König. Scheiße. Ah. Okay, Keramikschlüssel. Damit kann er nichts anfangen. Schau auf die Karte. Er darf sich auf jeden Fall keine zweite Parzelle leisten. Wir holen uns mal hier eine Goldschüssel, wa? 25.000. Gold. Kann ich das so auf 6 Euro setzen? Wenn ich Nerz mache. Ich mache einfach mal Nerz. Kostet ein bisschen mehr, aber was soll's. Wir richten mal alles. Das heißt, wir haben 27.000 noch übrig. Und Gold kostet 25.000. Rein mit dem Mist. Gold. Nerz. 6 Euro schließen. Alles ist sauber. Und wir konnten uns nichts leisten. 60.000 jetzt. Macht auf jeden Fall was her, dass wir da diese guten Dinge haben. Aber leider hat er einfach die besseren Sachen. Er hat schon wieder was entwickelt. Wegen besonders schlauer Preispolitik hat Mr. Tan die Urkunde für Wirtschaftlichkeit. Was für ein Spacko. Ein Spülmann. So, forschen. Einfach 10.000. Wenn es wieder daneben geht, was soll's? Echt? Das ist doch Beschiss hier. Bis bei 20.000 Euro schaffen wir es nicht immer. Oder nie bisher. Blieb erfolglos. Das ist ja ätzend. Pass mal auf. Wir holen mal den Spion. Schauen jetzt mal hier. Okay, Sauberkeit 39, Funktion, okay. Dann holen wir uns mal einen Vollkotzer. Brechbert oder Kotzkurt. Machen wir den Brechbert. Ziel wählen. Bitte, lass dich nicht erwischen. Okay, Ziel wählen, Gesundheitsamt. 39%, das kann nicht in Ordnung sein. Shit. So viel Geld wieder ausgegeben für nichts. So ein Drecksladen. Ja, hier forschen können wir nicht mehr. Gesäubert. Säubern muss ich hier noch? Ja. Zweimal Marmor. Sonst kann ich mir nichts leisten. Die Smaragdschüssel wäre natürlich das nächste. 60.000. Ich hoffe, nächste Runde. Ich möchte eigentlich weiter forschen. Zweimal 10.000 rein. Natürlich, höhere Klobrille. Er hat schon alles entwickelt. Das ist doch echt gecheatet. Das ist doch alles gecheatet, Mann. Ja, komm, leg los. Dann wollen wir mal sehen. Das ist alles okay, ist alles okay. Wenn ich es natürlich schaffe, ihm die Parzelle abzunehmen, dann ist er am Arsch, ne? Mr. Methan macht ein Geschäft mit folgendem Ergebnis. Er hat das Vielfache seines Einsatzes gewonnen. Ja, bitte. Wenn er viel Geld reingesteckt hat, hat er ganz viel Geld auch wieder rausgekriegt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, eine Goldschüssel. Schön. Pass mal auf. Wir gehen jetzt hier hin, holen uns eine Smaragdschüssel. Hauen die Smaragdschüssel da rein. Machen auf Nerz. Oder nehme ich Seide? Ne, wir nehmen Nerz. Das ist schon okay. Schließen. Das hier mal. Ja. Machen kann ich hier nicht viel. Dann würde ich mal sagen, Runde beenden. 77.000. Mr. Methan macht seinen Zug. Er wird auf jeden Fall,
Ein Kaputtmacher. Oh Mann. Nein, bitte nicht diesmal Ragnisse. Muiuiuiui. Mr. Methan hat schon wieder die bessere Runde. Er gewinnt ja auch alles. Er hat auf jeden Fall die besseren Clues. Wir können uns das einfach nicht leisten, so. Eine Goldschüssel. 81.000 haben wir jetzt. Wir gehen in die Forschung. Wir müssen jetzt hier mal 20.000 in alles reinstecken. Muss doch möglich sein. Ja, super. Fäkalmarodeur. Okay, hier auch nochmal jetzt 20.000 rein. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Oh, Mann. Ja! Backenfänger. Rein hier. Komm. Alles richten. Ein Fäkalmarodeur. Und das hier. So, dann haben wir hier diese Spülung und diese Brille. Kann ich hier ein bisschen... Ups. Wo habe ich denn jetzt hier raufgeklickt? Warum habe ich jetzt hier plötzlich einen Springflut? Hallo? Komisch. Na gut. Ich glaube, ich nehme hier 7. Spülung und Brille. Und auch auf 7. Spülung und Brille auf 7. Obwohl, nee, 6 würde ich da schon lassen. Weil hier nur die Dings ist. Aber das hier, da auf jeden Fall sehr gut. Brille und Spülung. 7 Euro, glaube ich, müsste mit das Beste sein. Obwohl, 8 vornehmen. Wollen wir mal 7 lassen? Dass wir hier die Preise mal ein weiter unten haben, dass wir vielleicht noch mehr Gäste kriegen. Vielleicht geht das ja. Okay, mal gucken. Ich habe noch 21.000. Ich wecke mal den Spion auf. Umschauen. Oh ja. So, zack. Brechbert. Ziel wären. Kotz ist voll. Oh. Das wird sich nicht lohnen. Gerade richtig in Stimmung. Es wird wahrscheinlich nicht reichen. Alles okay, ja, schön. Man muss doch darauf achten, was für eine Stimmung der hat. Okay, nächstes Mal kriegen wir dich, du Drecksfink. Schmutzfink, was auch immer. Wow! Gäste, jede Menge Gäste. Und jede Menge Geld, Umsatz und Kosten. Natürlich, die Kosten sind höher mit Nerz und so. Hier auch. Ich versuche nächste Runde mal den Preis wieder zu erhöhen. 108 haben wir diese Runde. Klosekretär! Ein Freund bietet Ihnen an, in die Entrümpelung seines Dachbodens zu investieren. Dafür können Sie alles, was irgendwie wertvoll ist, behalten. Möchten Sie das Angebot annehmen? Jo, einsteigen. Wie viel kann ich denn höchstens? Ach, 100.000. Ich mache höchstens den Verlust, also was soll's. Fehlschlag! Juhu! Na gut, Gesundheitsamt. Ach komm, geh weg. Hä? Wieso habe ich denn 394.000? Da stimmt doch irgendwas nicht mit dem Spiel. Aber warum habe ich denn... Ah ne, das war Mr. Methan, ne? Wo man sein Geld gesehen hat. 300.000 hat er? Das wäre aber heftig. Oh, der 300.000. Ach du heiliger Bimbam. Alles richten. So, und wieso habe ich hier diese Springflut? Das habe ich doch gar nicht erforscht. Ja, okay, dann nehmen wir halt die Springflut, ne? Ganz komische Sache. Also, irgendwie verstehe ich das alles manchmal nicht so ganz. Gold, 25.000. Hier machen wir Goldschüssel.
Nerds überall, würde ich mal sagen. Und, jo. Ist alles gerichtet. Lichtschranke habe ich immer noch nicht. Forschen kann ich auch nicht. Wecken wir ihn mal auf. Schau dich mal um. Okay. Ist sehr gut gelaunt. Hm. Ja, okay. 155.000. Okay. Mr. Metan macht seinen Zug. Clotaldo ist endlich wieder Rundenkönig. Es geht doch, es geht doch. Oh Mann. Aber irgendwie hat mich das verwirrt. Keine Ahnung warum. Ein Backenfänger. Jetzt mal die Forschung hier an. Eine Brille. 40.000. Okay. Drücken Sie Daumen. Ah, Mist. Das hier ist eine Spülung. 70.000. Ich kann natürlich eine Smaragd wiederholen, ne? Ah, machen wir einfach mal. Forschung 80.000. Yes, ein Sturzbach. Mal gucken, ob wir es leisten können, das einzubauen. So, was ist der Sturzbach? Erstmal alles richten. 6.000. Oh, Sturzbach ist das hier. Ah, okay. 12.000. Wir können hier... Einmal. Luxuriös. Oh. Okay, vielleicht... Prunkvoll. Ja, das können wir so lassen, ne? Schließen. Er hat noch keine weitere. Das ist gut. 165.000 jetzt. Vornehm, luxuriös, prunkvoll. Uiuiuiuiuiui, Freunde. Ja, Gesundheitsamt kann uns nichts. Wir haben viele Leute natürlich hier gehabt, aber... So schlimm kann es nicht sein. Na, okay, okay. Solange es nicht irgendwie drei oder so... schlecht sind. So, so, das vierte. Das benutzen die meisten. Okay, er verlor seinen ganzen Einsatz. Clotaldo ist der Beste. Yeah! Keramikschüssel, super. Wer sowas braucht. Forschung, wir können hier forschen wieder. Forschung. Ich glaube, hier, da haben wir alles erforscht mit den Spülungen. Ich glaube nicht, dass es dann noch eine gibt, weil da waren ja schon alle... Ah, sie wird durch den ersten Rang Rollenverwalter. Okay. Gehen wir hier hin. Erstmal... Oh, habt ihr es gesehen? Ihm gehört das Ding im Rotlichtviertel, weil er so viel Geld hat. Ah, 700.000 kostet das nächste. Oh, shit. Jetzt müssen wir nachrüsten. Was haben wir hier? Backenfänger. 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 Okay, das heißt, ich brauche hier noch einen Sturzbach. Genau, der Sturzbach ist hier. Und hier. Und 80.000. Smaragd kostet 60. Hauen wir auch rein. Genau hier hin. Eine Smaragdschüssel auf 9 Euro. Obwohl, wir lassen mal auf 8. Wir machen auch hier das mal auf 8. So. Wollen wir mal sehen, wie der Vergleich ist. Also das ist luxuriös. Machen wir luxuriös auf 7. Ich weiß nicht mehr, wie viel Geld das eben war. 165.000 oder so? So, wir können mal hier gucken. Gerade in der richtigen Stimmung. Was heißt das? Weiß ich nicht. Das ist gut. Kotzer. Kotzt das voll. Wir wollen ihn das auf jeden Fall nehmen. Und die Parzellen kosten halt immer mehr. Je mehr... gekauft werden und er wurde wieder erwischt. Scheiße. Was heißt denn, ist nicht gut? Oder wann sagt er noch okay? Uns hat er auch so lala gesagt. Er ist jetzt richtig in der Stimmung. Das heißt, er macht... Das war schon das niedrigste Klo. Hm, das verstehe ich noch nicht so ganz. Das ist alles ein bisschen ominös. Das Spiel ist ein bisschen alt. So, 185.000. Das heißt, mehr Gäste. Mr. Metan macht seinen Zug. Hoffentlich bin ich wieder Rundenkönig. Aber er hat jetzt zwei Dinger, ne? Das
Gesundheitsamt, ja. Komm, hau ab, Mann. Er besticht bestimmt das Gesundheitsamt oder so. Ich weiß es nicht. So, so. Okay. Okay, alles klar. Damit überleben wir. So, so. Die beiden, die am meisten besucht werden. 2, 3, 4. Boah. Und schön den Kaputtmacher. Ja, ist klar. Alter Schwede. Oh, erwischt. Mr. Methan, natürlich, er hat jetzt ein weiteres Gebäude, hätte ich fast gesagt. Oh Mann. Oh, dieser Penner. Das Rundenschwein, natürlich ich. Das wird richtig heftig besucht. Lichtschranke. Okay. Hoffen wir mal, dass das irgendwas bringt. Ich mach mal wieder auf 9. Ich könnte hier noch 2 Smaragd reinhauen. Oder sparen. Auf das nächste Ding hier. 752.000. Ja, machen wir mal. Und dann versuchen wir ihn gleich mal richtig kaputt zu machen. Gesundheitsamt zur Parzelle Bahnhof. Mhm. Aber er hat keinen Vollkotzer oder so geschickt. Mann. Dann wollen wir mal sehen. So, das macht wieder 8 Milliarden. Oh mein Gott. Ja, wir sind Geschichte. Das war's. Wir haben verloren. Aber ich bin Rundenkönig und hab verloren. Alter Schwede, der hat mich einfach weggebumst. Ah, ich hab wieder 1 Million. Okay. Aha. Ja, richtig nice. Richtig, richtig nice. So, können wir auch gleich hier voll investieren. Sehr, sehr gut. So, zack. Sturzbach. Und man verliert natürlich alle seine Backenfänger. Das ist richtig heftig. Sturzbach. Backenfänger. Nerz. So, jetzt machen wir hier 9 Euro. Gut. Handtrockner. So. So, mein Kumpel. Jetzt wird abgerechnet. 9%. Ist gut gelaunt. Scheiße. Ziel wählen. Kotzt das Ding weg. Los, Bert, brech. Brech, Bert. So. Das muss doch jetzt hier klappen. Nimm ihn das Ding ab. Da wahrscheinlich sagt er, okay, so. Ja. War wahrscheinlich nur eine Strafe oder verliert er die? Oh, 24.000. Was kann ich hier an ein Budget reinhauen? 20.000? Oder gibt es jede Menge Ungeziefer? Ja. Kriegt man Ausschlag am Hintern? Ich könnte natürlich hier nochmal was investieren. Das zu verbessern. Aber er hat 2 Dinge. Er wird mich einfach so fertig machen. Und Erfolg. Presswonne. Wie teuer ist denn hier diese Presswonne? 3.000. Hauen wir auch rein.
Quackenfänger jetzt zur Presswonne aufgebessert. Okay, damit haben wir hier prunkvoll über auf Nerz. Können wir auch ruhig auf 10 Euro machen, ja. Okay, dann war's das. Ja, sehr gut. Und wahrscheinlich haut er jetzt mein Ding wieder kaputt. Eine höhere Spülung. Oh Mann. Ja. Komm, nimm mir das wieder weg. Das, ich hab doch alles geputzt. Mann, ey. Oh Mann, ey, ist das gemein. Wollen wir mal sehen. So, so. So, so. So, so. Oh, nee, ey. Ja, damit muss ich mich erstmal geschlagen geben. Da muss ich mir vielleicht eine andere Taktik überlegen, wie wir den schneller fertig kriegen. Wahrscheinlich war es das Problem, dass er einfach zu viel Knete hat oder dass er... Ja, ich weiß es nicht. Ich werde erstmal hier Schluss machen und mal auf eure Meinung warten. 19 Runden sind gespielt. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Wir werden uns auf jeden Fall vielleicht mal wiedersehen. Macht's gut!